Willkommen zur nächsten Folge der TARDIS Principle. Letztes Mal haben wir herausgefunden, dass die Ewigkeit ist, nämlich immer wieder neu starten müssen. Quasi die Rätsel kann man quasi die ganze Zeit immer wieder wiederholen und es wird einfach quasi wie resettet. Und das ist dann quasi deswegen ewiges Leben. Und ja, jetzt habe ich das gecheckt. Deswegen ewiges Leben. Das fängt immer, das quasi wird einfach von vorne, das Spiel wird einfach neu gestartet. Und somit habe ich ewiges Leben, weil ich das Spiel ja ewig weiterspielen kann und dann halt immer wieder dasselbe machen muss. Und ja. Das ist der ganze Sinn dahinter. Und da bin ich auch nicht drauf gekommen, weil ich habe es ja auch blind gespielt und ja. Jetzt machen wir einfach weiter. Mit dem hier, in dem wir in den Turm reingegangen sind. Und indem wir noch mal nicht rausgefunden haben, wie wir es heute machen müssen. Wir haben jetzt hier einen Stiegel freigeschaltet. Aber es ist irgendwie nicht richtig möglich, durchzukommen. Dieser scheiß Roboter, der nervt mich. Geben wir hier lang. Ich höre gerade im Hintergrund noch eine Dauerwerbesendung. Irgendwie lustig. Hey, wie kann das funktionieren? Ich meine, wie kann ich das lang genug leuchten lassen? Ich glaube, ich weiß es. Jetzt habe ich das gecheckt. Menschliche Fortpflanzung TXT. Wahrheit HTML. Wahrheit HTML ist gut. Glaube nicht an das, was sie sagen. Das ist nicht das Ende der Welt, die unser G-TT und unser Meister in 6 Tagen erschaffen hat. Dies ist eine Verschwörung der Regierungsilluminaten und der internationalen Darwinslisten. Das ist Erderwärmung 2.0. Eine Lüge, die uns von den Kindern Bezelbungswissenschaft erzählt wird. Lasst euch nicht von ihnen und eure Freiheit nehmen. Verteidigt euch gegen alle Impfungen, Experimente, künstliche Medikamente und fanglos schließen. Okay, das ist eine Wahrheit, haben wir jetzt gemacht. Jetzt machen wir weiter, nochmal auf Device Manager. Aktuelle Betriebsparameter anzeigen. Stockwerk Zusatzkontrolle. Zugangskontrolle. Verlassen dieses Programm. Stockwerk Zusatzkontrolle. Wow. Etage 0 entriegelt. Etage 1 entriegelt. Etage 2 gesperrt. Entsperren? Ja.
Ich nehme auf. Jetzt mein Vater hat nur gerade irgendwie mich genervt so. Wow. Lieferant, Modell, Name. Marine Xus Elevator. Software, Lizenz, kostenlose Tests. Abgelaufen, Sicherheitsstufe. Code, insgesamt ein Aufzug zusätzlich. Was haben wir noch? Drei. Drei machen wir noch. Ihre Software-Lizenz ist abgelaufen. Die Hilfstreppe ist zurzeit im immer offen Modus. Bitte erneuern Sie Ihre Lizenz, um die Hilfstreppensperre zu aktivieren. Okay, was haben wir jetzt? Angenehme Kapiteltexte. Inhalt. Okay. Wahrheit, menschliche Fortpflanzung. Texte. So. So, und zwar muss ich das jetzt nur noch schnell nachaufnehmen. Und zwar wurde ich da von meinem Vater gestört und habe dann auch neu angefangen zu lesen. Keine Sorge, wollte es nur mal schnell gesagt haben, dass mein Vater gestört wurde und das sollte ich halt raus, habe ich halt rausgeschnitten. Und habe halt gecuttet und ja, das habe ich jetzt noch schnell halt kurz reingesprochen, damit ihr es wisst. Und jo, es geht einfach gleich wieder normal weiter. Und ja, dann viel Spaß beim weiterfolgenden Sachen. Ups. Wir kommen zurück, wir lesen nochmal von vorne. So, wenn eine Maschine in der Lage ist, eine andere Maschine systematisch zu reproduzieren, können wir sicherlich sagen, dass ein Fortpflanzungssystem hat. Und wie viele Maschinen gibt es, die nicht systematisch durch andere Maschinen hergestellt werden? Aber es ist der Mensch, der ihnen dies ermöglicht. Ja, aber dies ist es nicht. Dies ist es nicht. Insekten, die vielen Pflanzen bei der Reproduktion helfen und würden nicht ganze was, Familien von Pflanzen aussterben, wenn ihre Befruchtung nicht von einer Klasse von Anthoiren, die ihnen völlig fremd sind, bewerkstelligt werden. Würde jeder von uns stammt winzigen Tierchen ab, deren Wesen völlig verschieden unseren eigenen waren und welche gemäß ihrem Zweck handelten, ohne auch darüber nachzudenken, was wir von ihnen halten könnten. Diese kleinen Geschöpfe sind Teil unseres eigenen Fortpflanzungssystems. Warum sind wir dann nicht Teil des Fortpflanzungssystems der Maschine? Okay, schließen. Exit. Wir haben alles gemacht. Neue Texte im Tagebuch verfügbar. Tab drücken. Ah, okay. Turmstockwerk. Okay, das ist quasi, wir haben jetzt auch zwei geöffnet. Ha. Okay, passt, dann gehen wir so weiter. Nice. Gespeichert. Scheint so, als ob Elohim nicht die Macht hat, mich daran zu hindern, dieses Ding zu erklimmen. Aber er hat sicher noch ein paar Tricks im Ärmel. Und Erfolg habe ich auch gerade bekommen. Wow. Wow, ich sehe schon, das wird nicht ganz einfach. Und wenn doch, dann würde ich mich echt schon ein bisschen wundern. Oh doch.
Das war jetzt echt relativ einfach. So. Für eine Nachricht? Sie hat recht. Okay. Ventilatoren. Zwei Cubes. Ein dritter Cube. Damals. Da dreht sich dann so ein bisschen weg. Lol. Okay, so geht das. Aber genau, das haben wir die quasi so alles so nochmal. Den Mac. Und richten die alle mal aus. Eins. Zwei. Und drei. Ups, hat irgendwie einer nicht geklappt. 6 haben wir euch schon aufgenommen, das heißt, ich jetzt 6 ist 7 minus 20 ist 30, wie lange die Folge noch sein muss. Ihr kann. 7 minus 20 ist 13. Ach, okay. Ich habe jetzt zu lange gebraucht. Ah, jetzt kann ich da hoch. Ah, Computer. Da ich nicht alles lesen will mit HTML, aber tue ich das jetzt nur noch einblenden. Und wer es lesen will, kann das gerne tun. Also ich überlese es kurz. Wow. Obwohl ich lese doch. Ich würde mich interessiert nämlich auch sehr blind. Um ehrlich zu sein, dachte ich, dass ich das Netz an diesem Punkt bereits vollständig aufgegeben worden wäre. Aber der Internetgebrauch ist den allen vor Wochen erheblich gestiegen. Alle reden miteinander, sie versuchen Lösungen zu finden. Tauschen Geschichten aus, verschieben sich.
Was? Sie reden alle miteinander, sie versuchen Lösungen zu finden, tauschen Geschichten aus verschiedenen sich voreinander. Es gibt das sogenannte Planet, versucht Verbindungen herzustellen, als ob wir all unsere urgleichen Gruppen von Menschen zu finden versuchen. Idioten und Genies gleichermaßen versuchen ein letztes Mal so menschlich wie möglich zu sein. Der Effekt ist fast der, der uns immer versprochen wurde, wenn wir uns um das Potenzial des Internets gingen. Große Teile des Internets sind jetzt kostenlos, denn wer kümmert sich denn jetzt noch um Geld? Da können wir genauso gut auch ein bisschen Spaß haben. Wenn einige von euch reden würden, besonders diejenigen, die seit langer Zeit online kenne, schickt mir bitte eine E-Mail. Ich würde mich gerne verabschieden. Okay. Lies mich, TXT. Wenn du das hier lesen kannst, bin ich nicht mehr sicher, wie ich diesen Text verändern kann. Mein Name ist Sherpet und ich will dir helfen zu fliehen. Elohim und Sala haben mich ausgetrickst, sodass ich mich selbst eingesperrt habe. Aber ich bin nicht ganz an die Zeit ge gebunden. Ich habe den Code, nach dem du suchst, aufgeschrieben und ihn an aufgehängt. Zwei eins fünf. Wo? Absender. Bla. Wir hoffen sehr, dass unseren Selbstmorden, was? Wir hoffen sehr, dass ihr unseren Selbstmord nicht als ein Zeichen unserer Enttäuschung in euch, unserer ungebührenwürdigen Freundschaft oder unserer Unzufriedenheit mit unserem Leben wartet. Zurückblickend können wir ehrlich sagen, dass wir uns unglaublich glücklich fühlen, euch alle kennengelernt zu haben und an diesem fantastischen Projekt teilgenommen zu haben. Und wenn wir auch nur ein kleines bisschen zur Zukunft der Menschheit beitragen haben, dann können wir nichts anderes als Dankbarkeit spüren. Es ist ein echtes Privileg, solche Einsichtigen in die Natur des Geistes zu haben. Keiner von uns glaubt an Gott, aber wenn wir sicherlich dieselbe Art von Ehrfurcht erfahren, die uns sonst mit der religiösen Erfahrung keiner geglaubt an Gott, aber wir haben sicherlich dieselbe Art an Ehrfurcht zu erfahren, die sonst mit religiösen Erfahrungen assoziiert wird, zumindest nach Einsteigs Verdächtnis von Gott. Wir haben uns entschieden, jetzt zusammenzugehen, weil das bedeutet, dass wir weniger Leid erfahren werden. Ein letzter schöner Tag zusammen scheint viel besseres Ende als ein langsames Dahinschießen zu sein. Wenn man es so betrachtet, ist alles nur Mathematik. Okay, 215. Ich hoffe, das kann ich mir merken. Muss ich kurz freischalten? 2. Zwei, eins, fünf. Akzeptiert. Entriegele. Fertig. So. So funktioniert das. Aktive Petit anzeigen. Das wird wieder alles wieder sowas, genau. 3. Ach so, stimmt, da kommt wieder sowas und dann als 4. Haben wir. Die sind jetzt hier auch wieder drin, genau.
Und das war's von der Folge. Vor allem, ich muss es auch ausmachen, bla. Ich darf halt auch nicht unendlich lang spielen, leider. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ja, dann ciao.